Nach meinem Titanen-Größenvergleich habe ich ja gesagt, dass noch das Power-Level dazu kommt. Ja, ich weiß, hat was gedauert, aber hier ist es doch, also schreibt mich nicht an. Yo Bros, Milio das wieder am Start. Heute ziehen uns einige Titanen rein und gucken, was sie so drauf haben. Falls ihr Attack on Titan und Power-Level-Videos feiert, könnt ihr jetzt gerne in euren Daumen reinbeißen, um euch zu verwandeln. Bereiten Sie uns! Oder einfach liken. Geht auch. Beginne mit den normaleren Titanen. Ich nenne sie gerne Lappentitan. Die sind nicht so groß und daher leicht zu besiegen. Keinerlei besondere Fähigkeiten und daher für die ausgebildeten Truppen mit Ausrüstung ziemlich leicht auszuschalten. Weiter mit dem Kart-Titan. Er ist ebenso einer der schwächsten, weil er gebückt rumläuft, also ziemlich weit unten mit seinem Kopf ist. Ist also nicht so schwer, ihn in den Nacken zu schlitzen. Der Vorteil bei ihm ist, er ist ziemlich wendig, aber Power hat er jetzt nicht so wirklich, im Gegensatz zu denen, die noch in dieser Liste vorkommen werden. Wird halt dafür ausgenutzt, Dinge zu transportieren und ja, macht einen guten Job, würde ich sagen. Dann gibt's aber noch die normalen Titanen, die etwas größer sind, wie zum Beispiel der Bierbauch-Titan. Seid mal ehrlich, für alle, die Disneys große Pause kennen, sieht er nicht übelst aus wie Mikey aus der Serie? Einfach erwachsene Form von ihm, die zum Titan geworden ist. Diese Titanen sind allein schon wegen ihrer Größe schwerer zu besiegen. Stellt euch vor, ihr müsstet mindestens 7 Meter hoch, um an seinen Nacken zu kommen, da ist die Schwierigkeitsstufe schon etwas höher. Wenn man hohe Gebäude in der Nähe hat, geht das trotzdem noch einigermaßen. Aber sobald man einem One-on-One gegenübersteht, wird's schwer. Denn man muss dessen Körper nutzen und sich Stück für Stück hocharbeiten. Das schaffen dann nur die, die wirklich professionell mit der Gear-Ausrüstung umgehen können. Bevor wir direkt mit dem nächsten Titan weitermachen, muss ich euch unbedingt den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Wondershare Filmora 10. Ist für jeden mega interessant, der selbst mal YouTube-Videos produzieren will. Hier habt ihr zahlreiche lizenzfreie Musik am Start und voreingestellte Vorlagen wie Text und Übergänge. Ihr habt wirklich mega viel Auswahl bei den Übergängen. Sucht euch einfach die perfekte Stelle und setzt erstmal einen Cut in eurem Video. Dann habt ihr die Qual der Wahl. Ich nehme hier mal den Wurmloch 1 Übergang. Einfach reinziehen und in die Mitte des Cuts positionieren. Und schon habt ihr einen mega abgespaceden Übergang. Dann gibt's natürlich noch voreingestellte Effekte und meinen Lieblingsbereich, die Elemente. Hier könnt ihr einfach alles Mögliche reinziehen und auf eure Videos droppen. Dann einfach schön anpassen und zack, habt ihr euer eigenes Video erstellt. Wondershare Filmora 10 ist wirklich mega easy zu bedienen und der perfekte Start in die Welt von Content Creation. Ihr könnt Wondershare Filmora 10 mit dem Link in der Beschreibung oder eingepinnten Kommentar kostenlos testen und euch selbst überzeugen, wie easy das ist. Momentan läuft ein Europameisterschaftsrabatt für alle, die das Programm sofort kaufen wollen. Dort bekommt ihr 50% Rabatt, also gönnt euch das, Freunde. Checkt die Links in der Beschreibung oder angepinnten Kommentar, um meinen Kanal zu unterstützen, und falls ihr neue Inspirationen oder Tutorials braucht, checkt den offiziellen Filmora YouTube-Kanal aus, den ich euch in die Beschreibung gepackt habe. Machen wir weiter mit Ymir. In diesem Fall ist er der Kiefer-Titan. Er ist klein, aber oho. Denn sein stabiler Kiefer in Kombination mit seinen Krallen machen ihn zu einer gefährlichen Waffe. Man darf auch nicht vergessen, dass dieser Titan ein Bewusstsein hat und somit Taktiken nutzen kann. Er ist wendig und kann sich agil zwischen seinen Gegnern bewegen und dann zupacken oder beißen. Seine Krallen und seine Kiefer sind stark genug, um Mauersteine zu zerstören. Wie man aber im Anime sehen konnte, ist seine Power beschränkt. Denn sobald eine Horde normaler Titanen auf ihn drauf geht, kommt er auch nicht mehr klar. Er ist einfach zu klein dafür. Wäre dieser Titan noch größer, dann sähe die Sache natürlich anders aus. Der nächste wäre dann der gepanzerte Kart-Titan. Er ist ebenfalls ziemlich agil und wendig und hat ebenfalls ein Bewusstsein, da ein Mensch sich in diesem verwandelt, genau wie beim Kiefer-Titan und fast bei jedem, der jetzt noch in dieser Liste vorkommen wird. Hier kommen aber anstatt der Krallen und dem Kiefer 3 Geschosse auf seinem Rücken, die von Menschen gesteuert werden. Damit hat er eine Menge Angriffspower und kann andere easy durchlöchern. Machen wir weiter mit dem gepanzerten Kiefer-Titan. Er kann alles, was der normale Kiefer-Titan kann, nur dass sein Kiefer bzw. komplettes Gesicht und seine Krallen nochmal um einiges verstärkt sind. Damit kann er nahezu alles durchbeißen. Dieser Kiefer-Titan konnte sogar den Kristall durchbeißen, der den Kriegshammer-Titan unter der Erde schützen sollte. Man sieht hier also ziemlich gut, dass die Power dieses Titan nicht zu unterschätzen ist. Weiter geht's mit dem weiblichen Titan, der von Leonie getragen wurde. Dieser Titan hat die Fähigkeit, sich partiell zu verhärten. Das heißt, sie kann entscheiden, wo sie sich verhärten will, um so zum Beispiel stärkere Schläge auszuteilen. Das kann sie natürlich auch zur Verteidigung nutzen, falls sie angegriffen wird. Wie ihr also schon seht, ist das um einiges vielseitiger und somit vorteilhafter. So konnte Leonie kurz bevor ihr Nacken aufgeschlitzt wurde, diesen verhärten und einen Überraschungsangriff starten, während sie kurzzeitig immun war im Nackenbereich.
dann darf man die Größe nicht unterschätzen, denn hier sprechen wir schon von 14 Metern, die es um einiges schwieriger machen, an den Nacken zu kommen. Und je größer der Titan, desto zerstörerischer ist natürlich auch ein Angriff von diesem. Hier braucht es schon eine Menge Pros, um diesen Titan zu besiegen. Kommen wir zum gepanzerten Titan, den Reiner trägt. Dieser Titan kann sich komplett panzern und damit durchbrettern und alles auf seinem Weg umhauen. Diese Panzerung dient natürlich auch der Verteidigung. So ist die Panzerung so mächtig, dass sie der Explosion des kolossalen Titanen widerstehen kann. Es gibt aber natürlich auch Waffen, die durch die Panzerung kommen, wie die extra dafür entworfenen Anti-Titan-Geschosse. Ähnlich wie beim weiblichen Titan kann auch dieser einen kristallähnlichen Schutz aktivieren. Dieser Titan hat aber auch wie jeder andere kleine Nachteile. Er ist viel langsamer als andere in seiner Größe wegen der ganzen Panzerung. Das kann er aber natürlich ausgleichen, indem er die Panzerung reduziert, wie zum Beispiel die Panzerung hinter seinen Knien. Damit ist er dann wieder sehr schnell. Ein weiterer Nachteil ist, dass der Urtitan, wenn er will, den gepanzerten Titan seine komplette Rüstung wegnehmen kann. Damit steht er dann komplett nutzlos da. Die Panzerung ist aber wieder back, sobald man sich wieder in den gepanzerten verwandeln sollte. Ja, aber der Urtitan hat ja nicht nur Macht über den gepanzerten Titan, sondern auch über fast jeden anderen Titan. Und daher ist das kein richtiger Nachteil. Kommen wir zu Rot-Reis-Riesentitan. Den wollte ich auch mal erwähnen, da seine schiere Größe unfassbare Macht bedeutet. Er kann sich zwar nur kriechend fortbewegen und ist nahezu lebensunfähig, aber dafür ist dieser ein unaufhaltsames Monster. Durch diese Mega-Größe stößt er eine Menge Hitze von sich, die seine Gegner verbrennen kann. Kein anderer kann sich ihm also nähern, ohne dabei selbst verbrannt zu werden. Sagen wir mal, du kämpfst 1 gegen 1 gegen ihn im Kampf auf Leben und Tod, dann hätte keiner in dieser Liste vorher eine Chance, ihn zu besiegen. Wenn man natürlich Hilfe bekommt, ist das eine andere Sache. Dann kann man natürlich Taktiken entwickeln, wie er denn das mit den anderen gemacht hat, wo er ihm in seiner Titanform unzählige Fässer Sprengstoff ins Maul geworfen hat, um ihn zu bezwingen. Das allein hat jedoch nicht gereicht. Alle anderen mussten dann draufgehen, um Rot-Reis zu töten, damit der Titan komplett unschädlich gemacht werden konnte. Mega viel Aufwand, wie ihr seht. Kommen wir zum Bestientitan. Sieg zeigt uns, was dieser Titan alles drauf hat, und zwar kann er Dinge extrem präzise und mit extremer Wucht werfen. So kann er von weitem Steine nehmen und damit eine ganze Truppe zerstören. Er kann sich ebenfalls am Nacken verhärten, um sich zu schützen. Aber all das brachte nichts, als Levi auftauchte und mal schnell rasierte. Das ging so fix, dass der Bestientitan nicht mal genug Zeit hatte, sich am Nacken zu verhärten. Sieg hat aber dank seines Adelsbluts eine weitere sehr mächtige Fähigkeit. Nämlich kann er damit die sogenannten Subjekte Ymirs, also Nachfahren von Ymir Fritz, in Titanen verwandeln. Sollte einer dieser Nachfahren, nämlich die Rückenmarksflüssigkeit von Sieg in sich tragen, dann reicht ein Schrei und die Person verwandeln sich in Titan. Er kann diese dann sogar kontrollieren und für sich im Kampf nutzen, was sehr mächtig ist. So kann er auf Taktiken und Strategien zurückgreifen, um seine Gegner fertig zu machen. Diese Titanen können dann sogar nachts kämpfen, was normalerweise normale Titanen nicht tun. Damit ist der Bestientitan in Kombo mit Sieg ein ziemlich starker Gegner. Der nächste wäre der kolossale Titan. Er wird 60 Meter groß und erzeugt selbst sehr viel Hitze. Der Vorteil von ihm gegenüber den meisten anderen Titanen: durch seine Größe könnte er die Hitze vom Abnormalen aushalten und müsste dann nur abwarten, um ihn zu töten. Er kann bei seiner Transformation die Energie, die dabei entsteht, für seine Zwecke nutzen. Entweder als Windstoß, um so seine Gegner über die Mauer fallen zu lassen, oder als kleine Nuke. Mit dieser Explosion kann er mal eben ein ganzes Areal dem Erdboden gleichmachen und musste dafür nichts weiter tun, als sich zu verwandeln. Der Kolossale kann sogar Dampf aus seinem Körper strömen lassen, damit erschwert er die Sicht und schützt so indirekt seinen Nacken. Dadurch verliert er jedoch kontinuierlich an Muskelmasse. Kommen wir zum Kriegshammer-Titan. Dieser ist komplett gepanzert und kann zudem noch Waffen erschaffen, mit denen er angreifen kann. So können die Waffen wie scharfe Klingen eingesetzt oder in Form eines Hammers erschaffen werden. Damit kann er mächtige Hiebe austeilen und so hat er auch seinen Namen erhalten. Er kann auch riesige spitze Formen aus dem Boden schießen lassen und somit andere Titanen aufspießen. Oder viele kleine stachelähnliche Formen, die seine Gegner am Boden verletzen. Das geht auch alles gleichzeitig, während er seinen Hammer schwingt. Also eine unfassbare Angriffsmacht, das Ding. Zudem kommt, dass seine Verteidigung auch extrem stark ist durch die Panzerung. Das Trickreiche bei diesem Titan ist, dass seine menschliche Form anders als bei den anderen Titanen nicht im Nacken steckt, sondern irgendwo versteckt in einem Kristall ist. Somit muss man erstmal den Ursprung finden. Diese ist jedoch mit einer Art Titannabelschnur mit diesem verbunden. Wenn man es schafft, diese Schnur zu durchtrennen, dann verschwindet der Kriegshammer-Titan.
kann jedoch dann wieder beschworen werden, wenn die Ausdauer da ist. Das Gefährliche hier, er kann von überall her entstehen, solange der Radius der Schnur nicht überschritten wird. Kommen wir zum nächsten Titan, den ich besonders stark sehe. Der Angriffstitan, den Adam bekommen hat. By the way, wir kommen langsam zu dem Punkt, wo Spoiler für alle Nicht-Manga-Leser auftauchen könnten. Deshalb weiterschauen auf eigene Gefahr. Kommen wir jetzt zur Fähigkeit dieses Titan. Er ist zwar nur 15 Meter groß und kann sich nicht panzern etc., jedoch hat er die wohl beste Fähigkeit. Er kann nämlich die zukünftigen Erinnerungen von allen Personen erlangen, die diesen Titan noch tragen werden. Klingt verwirrend, ist es aber nicht. Also, alle neuen speziellen Titanen übernehmen die Erinnerung aller Personen, die zuvor die Titanen in sich getragen haben. Somit wissen sie, was in der Vergangenheit bei den jeweiligen Personen abgegangen ist und so weiter. Der Angriffstitan aber kann sozusagen in die Zukunft sehen, da er die Erinnerungen von den Personen erkennen kann, die diesen Titan in der Gegenwart noch überhaupt nicht tragen. So konnte Eren die Erinnerungen seines Vaters Grisha erkennen, der ihm darin sagt, dass er auf Mikasa und Armin aufpassen soll. Damals hat Eren das aber nicht verstanden, woher diese Gedanken kommen. Grisha aber wusste zum Beispiel von der Blutlinie des Urtitan dadurch, dass er Erens Erinnerung aus der Zukunft gesehen hat. Obwohl Eren bisher den Titan ja noch gar nicht hatte. Er hat auch gesehen, das was Eren noch machen wird und war deshalb geschockt und bettelte Sieg an, Eren aufzuhalten. Dabei entschuldigte sich noch nebenbei bei Sieg dafür, dass er so ein schlechter Vater war. Man kann mit dieser Fähigkeit also in Kontakt mit Personen aus der Zukunft treten, man kann sehen, was andere in der Zukunft sehen, man kann auch sehen, was andere in der Vergangenheit sahen. Durch diese Flut von Infos kann man sich also einen Plan schmieden und alle miteinander ausspielen, um am Ende siegreich hervorzugehen. Das tat Eren und dann passierte, was alle geschockt hat. Die Manga-Leser wissen, worauf ich jetzt gerade anspiele. Daher ist dieser Titan bisher für mich der gefürchtetste der neuen speziellen Titanen. Und wie wir schon im Anime sehen konnten, konnte er dank dieser ganzen Pläne andere starke Titanen wie den Kriegshammer-Titan in sich aufnehmen und somit noch viel, viel stärker werden. Kommen wir zu einer sehr ungewöhnlichen Konstellation, nämlich zu den Wall Titans, also den Wand-Titanen. Also spätestens hier sind die Spoiler zu hören. Wenn diese Titanen in Kombination eingesetzt werden, laufen sie über ganze Kontinente und machen alles dem Erdboden gleich. Nichts und niemand kann da was dagegen tun, außer man kann fliegen. Ansonsten wird man von diesen Titanen zertrampelt und das war's. Eren nutzt diese Wandtitanen, um die Menschheit auszurotten. Einfach krank, was für ein Plot-Twist. Kommen wir jetzt zur mächtigsten Gestalt aus Attack on Titan, dem Urtitan, den letztendlich Eren trägt. Was kann der Urtitan? Also zunächst ist Eren in dieser Form unglaublich groß. Wie groß Eren in dieser Form wirklich ist, könnt ihr in meinem Video den Größenvergleich der Titanen sehen. Dann kommen noch weitere Fähigkeiten, die der Träger des Urtitan einsetzen kann, wenn er schreit. Dieser muss sich dabei nicht mal in seine Titanenform verwandeln. Also reicht ein Schrei in Menschenform, wobei noch nicht einmal das nötig ist. Es muss kein Schrei in dem Sinne sein, es reicht ganz leise zu sprechen. So konnte Frieda Reis die Erinnerung verändern, nur durch das Sprechen. So tat sie es zum Beispiel bei Historia. Dann kommt noch die Titan-Kreationsfähigkeit. Damit kann der Urtitan die Subjekte Ymirs in Titan verwandeln und so massiv werden lassen, wie der kolossale Titan ist. Karl Fritz nutzte diese Fähigkeit, um Abertausende von ihnen zu erschaffen und erschuf damit dann die Wand aus Titan. Wenn der Titan seinen speziellen Schrei loslässt, dann kann er andere Titanen kontrollieren. Die müssen dann alles tun, was er will und können sich dem Willen nicht widersetzen. Das konnte Eren zwar nur bei reinen Titanen anwenden, jedoch können auch die speziellen Titanen die Kraft dieses Schreis und damit verbundenen Kontrolle spüren. Karl Fritz konnte ja damit die Kolossalen erschaffen und zur Verhärtung befehligen, sodass die Mauer entstand. Diese Fähigkeit hat bisher keinen Entfernungslimit. Man kann also Titanen befehligen, die kilometerweit weg sind. Rod Reis sagte dazu, dass das die Macht ist, alle anderen Titanen auszulöschen, wenn das volle Potenzial dafür ausgenutzt werden kann. Dann kommen wir zur Erinnerungsmanipulation. Mit dieser Fähigkeit kann man die Erinnerung der Subjekte Ymirs komplett verändern oder auslöschen. Das kann dann auf ganze Bevölkerungen angewandt werden. Bestimmte Blutlinien wie die Ackermanns sind davon aber nicht betroffen, genauso wenig wie alle Menschen, die keine Subjekte Ymirs sind, bzw. deren Nachfahren sind. Diese Fähigkeit wurde ja, wie man weiß, dafür genutzt, um alle vergessen zu lassen, was in der Vergangenheit passiert ist. Man hat aber bei Historia gesehen, dass diese Erinnerungen in Träumen wieder zurückkehren können. So hat sie ja die Treffen mit Frieda in ihren Träumen sehen können, diese verschwanden jedoch sofort wieder, als sie wach wurde. Weiter kann der Urtitan die Beschaffenheit des Körpers der Subjekte ändern. So konnte ein König vor 600 Jahren seine Bevölkerung immun gegenüber einer Krankheit machen. Sieg wollte genau diese Fähigkeit dafür nutzen, um alle Subjekte Ymirs unfruchtbar zu machen, damit diese keine Nachfahren zeugen können
und die Titanen damit aussterben. Weiter hatte Ur-Titan telepathische Fähigkeiten. Er kann mit allen Subjekten Ymirs gleichzeitig kommunizieren. So kündigt er auch an, dass er alle auslöschen wird. Dann hat er natürlich auch die Fähigkeit, wie beim Angriffstitan, die zukünftigen Erinnerungen wahrzunehmen. Er kann auch seine Erinnerungen an Personen aus der Vergangenheit weitergeben und somit viel mehr in den Zeitlinien beeinflussen. Auch durcheinander ist alles möglich, von der Zukunft in die Vergangenheit oder Gegenwart oder andersherum, hin und her, wie er will. Die Weitergabe muss also nicht linear stattfinden. Der Nachteil dadurch, die Personen, die diese Erinnerung erhalten, kommen oft dann nicht klar mit der Sache, ist diese Erinnerung jetzt aus der Vergangenheit oder der Zukunft, und bringen dann womöglich Events vielleicht durcheinander. Und das ist halt ein bisschen kompliziert, aber wenn man die Macht kontrollieren kann und weiß, was abgeht, dann ist diese Fähigkeit overpowered wie sonst was. Eren geht ausführlich auf die Nachteile dieser Fähigkeit ein, als er sich mit Armin im Reich der Pfade unterhält und traurig erzählt, dass er sie benutzt hat, also diese Fähigkeit, um Dina Fritz zu beeinflussen, Berthold zu ignorieren und stattdessen zu Shiganshina zu gehen, was indirekt dazu geführt hat, dass seine Mutter verschlungen wird. Sozusagen ist also Eren selbst irgendwie daran schuld, beziehungsweise daran beteiligt, dass seine Mutter gefressen wurde. Ironie des Schicksals. Yes, Freunde, der Ur-Titan ist krankhaft stark und wenn man seine Fähigkeit, wie gesagt, richtig einsetzen kann, dann ist man in der Welt von Attack on Titan so gut wie unbesiegbar. Eigentlich waren das die wichtigsten Titanen und jetzt mal, wie früher, eine Frage an euch. Kann der in den Kommentaren angepinnte Charakter alle Titanen besiegen? Stellt euch vor, dieser Charakter wird auf einmal in Attack on Titan beschworen und muss sich den Titanen stellen. Könnte er oder könnte er nicht? Hättet ihr mal Bock auf ein Video dazu, wo ich mal dieses Szenario durchgehe? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin raus, ich melde mich.